Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir werden diesmal nach Diamond City vordringen. In dieser Geschwindigkeit hoffentlich nicht. Wir werden erstmal rausgehen und ein paar Sachen ablegen. Oder, da wir gerade in einer Stadt sind, in Gürtnaibar, werden wir vielleicht ein paar Sachen verkaufen. Immer noch besser vielleicht, als sie abzuwerfen. Du weißt, wer die Gule aus Diamond City geworfen hat, oder? Dieser Arsch, Bürgermeister McDonough. Aber irgendwann bezahlt er dafür. Du wirst schon sehen. Na, da werden wir gespannt sein, ob der Bürgermeister wirklich dafür bezahlen muss. Ob wir irgendetwas damit zu tun haben. Ob wir vielleicht das Geld eintreiben. Oder die Bezahlung zumindest. Ja, ich hoffe, der Laden von Cleo zum Beispiel ist nicht allzu weit weg. Auf dass wir dann dort schnell was verkaufen können. Damit wir leichter werden. Oder wir nehmen... Ach, Cleo. Ja, hier ist er doch direkt. Dann verkaufen wir mal ein paar Sachen. Ich hoffe, du kaufst was. Selbst ein Mädchen mit einem ganzen Waffenarsenal muss sich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Ich hoffe auch, dass wir was kaufen. Dann lass mal sehen, was du so hast. Dann starten wir dich mal aus, Killer. Ja gut, wir schauen, was wir loswerden können. Injektorgewehr haben wir schon. Und, naja, wir behalten es vielleicht, damit wir es modifizieren können später. Und dieses Gewehr könnten wir verkaufen. Und hier haben wir noch etwas zu verkaufen. Ja, verkaufen wir das auch. Wir haben ja unsere Waffen, die werden auch mittlerweile etwas besser. Wir haben ja letztens den Skill genommen, mit dem die Waffen verbessert werden. Kampfrüstung, leichte Kleidung, das können wir alles verkaufen erstmal. Zwar sammeln wir die Kampfrüstungen, aber jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen mehr Platz im Inventar. Und ich sehe, sehr viel mehr hat Cleo gar nicht. Wir müssen also mal sehen, ob wir vielleicht ein bisschen Munition hier kaufen können. Das hier ist auf jeden Fall gut, das nehmen wir schon mal. Und Munition... Ja, die 10mm kaufen wir für 195 Kronkorken und die 5,56mm Patronen, die kaufen wir auch. Alle für 321 Kronkorken. Ja, und jetzt hat Cleo ja genug Geld. Und wir können weiter unsere Kampfrüstungen hier verkaufen. Wir müssen aber immer noch ziemlich viel bezahlen, finde ich. Ja, das soll aber reichen. So ist das, denke ich, ganz gut. Ich hoffe, wir sind leicht genug jetzt. Wir nehmen an. Okay. Und wir können uns wieder bewegen. Wie schön. Dann schauen wir mal in unseren Pip-Boy, in die Daten. Und wir tragen die ganze Zeit seit Beginn des Spiels schon Juwel des Commonwealth mit uns herum. Das werden wir jetzt erledigen. Ich habe herausgefunden, dass es in Diamond City einen Detektiv namens Nick Valentine gibt. Er kann mir vielleicht helfen, Sean zu finden. Ist eine Hauptmission? Ich weiß. Wir werden diese Aufgabe auf jeden Fall angehen. In dieser Folge werden wir nach Diamond City. Und ich bin so gespannt. Wahrscheinlich werden wir uns erstmal die Stadt ansehen. Und diesen Nick Valentine in dieser Folge vielleicht noch gar nicht so finden. Die Stadt wird, verspreche ich mir zumindest, sehr groß sein. Wir haben ja aus Versehen schon mal einen Blick reingeworfen, damals in der Folge mit dem Todeskrallenei. Auch das können wir heute erledigen, ob in dieser Folge oder in der folgenden Folge, weiß ich jetzt zwar nicht ganz genau. Wir werden das auf jeden Fall jetzt nach und nach alles abarbeiten, damit wir neue Aufgaben bekommen. Und werden ja in absehbarer Zukunft natürlich auch wieder Baufolgen drin haben, wie ich vielleicht schon sagte in der vergangenen Folge. Das war jetzt etwas ungewöhnlich. Oh, wir haben noch unsere Rüstung an von Silver Schrautchen. Schrautlinchen. Ja. Und wir ziehen unsere Glückssachen lieber wieder an. Da fühle ich mich doch immer etwas besser.
Greaser Jeans und Jacke. Chamäleon. Sünd, linkes Bein. Und wo ist das rechte Bein? Hier oben, das haben wir auch schon. Okay, alles ist gut. Die Brille lassen wir auf. Und wir gehen in welche Richtung überhaupt? In diese hier. Wir haben immer noch zwei Ziele, wie ich das sehe. Warum das? Ah, das ist ja doch ein Stück, dahin zu laufen. Begib dich zur Detektei Valentine und... Was ist das andere hier? Das andere ist einfach nur Diamond City. Na gut. Es liegt ja beides ziemlich in der Nähe, ziemlich beieinander. Ja, hier liegt noch irgendetwas Leuchtendes rum. Ach, ein leuchtender Mischling. Verstrahltes Blut und Fleisch vom Hund. Swans Teich. Ja, auch bei Nacht kann Boston ganz schön sein. Michael? Ach, den hatten wir schon. Ja, den hatten wir irgendwann schon mal gefunden, meine ich. Der lag da damals auch schon rum. Hat sich nicht weiter bewegt. Wäre auch sehr gruselig, wenn er das machen würde. Wir müssen ein bisschen Aktionspunkte sparen. Hubris Comics hier, auch sehr schön. Machen wir eine Sightseeing-Tour bei Nacht. Ich hoffe, Curry kommt mit. Und ich hoffe, dass hier vorne sind keine Raider, sondern Wachen. Nein, das sind diese Puppen, aufgestellte Puppen. Schaufensterpuppen. Also, es gibt da Nachrichten. Also, Boston Bibliothek, auch sehr schön. Hoppla. Das war so jetzt nicht geplant. Vielleicht bewegen wir uns einfach zu viel. Wir sollten mehr stillstehen. Ghoule, aber Curie kommt schon nach. Sie schafft das schon. Wir sind auch schon ganz in der Nähe von Diamond City. Mal gespannt, ob sie uns reinlassen, ob wir überhaupt reinkommen. Baseball hier, Baseball, 146 Jahre, Boston, das untere kann ich nicht lesen, Tradition, immerhin. Okay, das erste Zeichen, Diamond City, dort ist es, dort ist der Pfeil, dem Pfeil folgen wir in diese Richtung, da ist noch einer. So kann man sich nicht verlaufen. Der Weg ist gut gekennzeichnet. Okay, ich hoffe, der Geschützturm tut uns nichts. Nein, tut er nicht. Können wir mit der Wache hier schon reden? Diamond City Sicherheit. Hallo. Ja. Er sagt aber nichts weiter außer ja. Okay, mit der Musik, glaube ich, müssen wir uns zurechtfinden. Ich hoffe, die Folgen werden nicht wieder in Deutschland gesperrt. Ansonsten, es gibt Alternativen, mit denen man diese Sperre umgehen kann, auch in Deutschland. Zum Beispiel den Tor-Browser, den benutze ich ganz gerne auch nebenbei. Was soll das heißen? Aber das Radio werden wir nicht immer ausschalten können, denke ich. Völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Ich kann hier den ganzen Tag warten, Danny. Mach auf! Okay. Du da,
Du willst doch nach Diamond City, oder? Wahrscheinlich, ja. Wer bist du? Auf der Durchreise. Kein Interesse. Ja, ich will rein. Wer bist du? Was? Wer bist du? Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch den Laden gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Piper. Cooler Name. Diamond City zuerst. Ich lass mich nicht rumkommandieren. Los geht's. Das hier, Diamond City. Was ist das für ein Ort? Oh, das grüne Juwel? Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Jeder, der im Commonwealth irgendwie wichtig ist, kommt hierher, hat sich hier niedergelassen oder ist hier rausgeflogen. Eine große Mauer, Stromversorgung, funktionierende Kanalisation, Schulen und ein paar Sicherheitsleute machen Diamond City zu dem riesigen Monster, das es ist. Du wirst es lieben oder hassen. Du wirst schon sehen, da bin ich mir sicher. Komm, gehen wir. Oh ja, ich mag Piper auf Anhieb, ich mag ihren Namen, ich mag ihre Bewegungen, die ja wirklich was haben. Und ich mag auch ihre Stimme. Cool, Piper. Schön. Führ uns doch mal rum. Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich. Ich werde deine Dokumentation. War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse ausschalten. Ach, herrlich. Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, sie ist gebeamt. Hallo, Piper. Hey, Piper. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Welche Zeitung? Nicht meine Angelegenheit. Hasse Zeitungen. Zeitung unterstützen. Wir werden natürlich die Zeitung unterstützen. Und wir fragen aber erstmal, welche Zeitung? Von welcher Zeitung redest du? Meiner. Public Occurrences. Wir sind die Stimme der Wahrheit. Also, bist du für uns oder gegen uns? Ich bin für euch. Zeitung unterstützen. Presse und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Ohne freie und unvoreingenommene Berichterstattung können die Wähler keine bewusste Entscheidung treffen. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Miss. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen, grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Ha, wo sind eure Ghule? Streit zwischen euch, was auch immer, red keinen Mist, klingt gut. Streit zwischen euch? Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwarnt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden. Fühlst du dich da geehrt? Pass auf, ich habe noch was zu erledigen. Aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Juhu! Wir dürfen für Piper arbeiten. Warum freue ich mich so über Arbeit? Ich weiß nicht, aber schön, dass wir noch mehr mit ihr zu tun haben werden. Da ist ein Zeichen, durch das wir... Durch diese Tür, durch den Fahrstuhl müssen wir... Ich bin so verwirrt. Ich weiß nicht, sollen wir Piper folgen? Die Treppen nehmen? Da oben ist auch ein Zeichen. Wir haben zwei Zeichen. Einen Moment mal. Wir haben wahrscheinlich wieder zwei, genau, wir haben, ne, ja, doch, wir haben eins, das Streben nach Glück. Und? Jetzt ist gar kein Zeichen mehr da. Na gut, dann müssen wir das Juwel des Commonwealth einschalten. Dieser Typ, der da gerade geredet hat, war das nicht der Bürgermeister, derjenige welche, der die Ghule vertrieben hat? Soll der uns nicht was zahlen? Oder er soll B zahlen? Was können wir hier? Tor schließen. Interessant. Curie, bist du nicht so aufgeregt wie ich? Ist es denn schon Tag? Oh, 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 oh. Ach so.
Ladebildschirm natürlich. Das Science Center war maßgeblich am Erhalt von Stromversorgung, Robotik und Landwirtschaft in Diamond City beteiligt. Das war mal neu entdeckt. Schauen wir uns das Baseballspiel an. Wie spannend. Baseballspiel? Gute Idee. Ein Spiel ohne Regeln. Alle rennen wild umeinander. Oh ja. Hey, Kleine. Wie verkauft sich die Zeitung so? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen. Und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Okay. Wir wollen die neue Ausgabe. Als erstes, das Erste, was wir hier kaufen... Eine kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Okay, das Institut, können wir fragen, sarkastisch sein. Brauche ich nicht oder danke. Das Institut fragen wir erstmal. Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört, Lady? Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Wer ist verschwunden? Was auch immer. Und das ist Unfug. Ich glaube dir. Wer ist verschwunden? Wer ist denn verschwunden? Fremde, Bewohner aus der Stadt, Snobs aus den Stands. Scheint, dass etwa einmal im Jahr jemand verschwindet. Und wir alle wissen, warum. Also pass besser auf. Das Institut ist da draußen. Und sie machen bestimmt auch nicht vor dir Halt. Wie gesagt, steht alles in der Zeitung. Puh, so viele neue Wörter. Zeitung, Net, Institut. Nee, das kannten wir schon, aber Net merken wir uns. Was auch immer, das ist Unfug. Ich glaube dir. Ich glaub dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Lady. Puh, ja gut. Die Wahrheit müssen wir erstmal lesen. Oh, wo kamen wir her? Wir dürfen uns nicht verlaufen. Da oben ist nochmal das Zeichen des Ausgangs hier. Und wir haben ein Zeichen, dass wir nach draußen sollen. Ich wollte sehr gerne mal einen Rundumblick hier machen. Können wir nicht irgendwo höher steigen? Okay. Da scheint irgendwie Dunkelheit zu herrschen. Und wir machen das, glaube ich, beim Rausgehen, wenn wir Tageslicht haben hier. Ich hoffe, es regnet nicht heute in Diamond City. Wir schauen uns jetzt die Zeitung erstmal an. Was haben wir denn da Schönes bekommen? Nein, Karte nicht, Werkstätten nicht, Statistiken, was mache ich denn hier? Inventar und dann Diverses. Eine Zeitung haben wir bekommen. Da schauen wir doch mal nach, was das sein könnte. Die synthetische Wahrheit. Enter lesen. Oh ja, Public Occurrences. Occurrences. Oktober 2287, die synthetische Wahrheit von Piper Wright. Nudeln. Wir alle essen sie, wir alle lieben sie. Und Power Noodles ist schon seit 15 Jahren eine feste Institution in Diamond City. Von Takahashis Seifen, mechanischen Japanisch über den intensiven Geruch der Schüssel bis zu jedem feurigen Bissen. Der Genuss von Nudeln ist eine der großen menschlichen Erfahrungen, die jeder kennt. Oder etwa doch nicht? Genau diese Frage kam in mir auf, als ich letzten Mittwoch gegen 17 Uhr am Tresen von Power Noodles saß und mein Abendessen zu mir nahm, wie schon so viele Male zuvor. Dann sah ich, wie Bürgermeister McDonough sich auf einen Stuhl setzte und exakt das gleiche Ritual begann. Die rechte Hand streckte sich vor, der Mund öffnete sich, kauende Zähne. Ja, er aß Nudeln. Eine Erfahrung, die fast jeder Bewohner von Diamond City kennt. So muss es auch den Bewohnern von Diamond City vor fast 60 Jahren vorgekommen sein, als sie an einem ungewöhnlich warmen Abend im Mai 2229 um genau diesen Tresen herumsaßen. Aber das war die Zeit vor Takahashi und seinen Nudeln, als es in der Bar statt Nudeln eiskalte Nuka-Cola, schaumiges Bier und kräftigen Whisky gab.
Der Name des Barkeepers war Henry und auch in dieser Nacht verhalf er den Gästen zu den großen menschlichen Erfahrungen des Trinkens, Rauchens, Redens und Lachens. Aber dann kam es zu einer Tragödie. Es gibt nicht mehr viele unter uns, die alt genug sind, um sich an diesen Abend zu erinnern. Einige der Ghoul-Bewohner hätten sicher etwas dazu sagen können, wären sie dank Bürgermeister McDonough Anti-Ghoul-Gesetz von 2282 nicht gewaltsam aus der Stadt vertrieben worden. Aber es gibt noch eine Person unter uns, die sich genau an die Ereignisse dieses Abends erinnert. Die hochangesehene Matriarchin Ostess Hawthorn, die uns ihre Geschichte in einem exklusiven Interview erzählte. Oh ja, ich war da, hab an der Bar gesessen, so wie du jetzt vor mir sitzt. Ich war 22 und wollte einfach ein bisschen Spaß haben. Hinter der Mauer war ich in Sicherheit. Wir alle waren das. Also, was sollte schon passieren? Und eins kann ich dir sagen, dieser Mr. Carter hat es einem echt leicht gemacht. Er war an diesem Tag in die Stadt gekommen, meinte, er käme irgendwo aus dem Westen. War nicht wirklich wichtig. Viel wichtiger waren sein Grinsen, sein Lachen und seine Art, durch die sich jeder sofort locker und entspannt fühlte. In dieser Nacht haben wir uns in der Bar irgendwie alle um ihn gedrängt. Jeder wollte mit ihm reden oder etwas über den Zustand des Commonwealth erfahren. Und Mr. Carter kümmert sich um jeden von uns. Es war wunderbar. Und dann auf einmal war es schrecklich. Austins fiel es sichtlich schwer, die Geschichte über diesen Abend fortzusetzen. Und den Moment, in dem alles anders wurde und die Wahrheit über Mr. Carter ans Licht kam. Wir hatten so etwa 3 Stunden geredet und getrunken. Mr. Carter hatte da vielleicht 4 oder 5 Drinks intus. Er schien etwas betrunken zu sein, so wie wir alle. Und dann passierte es. Er lächelte und dann verschwand sein Lächeln plötzlich. Sein Gesicht fing an zu zucken. Es sah irgendwie sehr komisch aus. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als wäre es gestern gewesen. Er griff in seinen Mantel, holte einen Revolver heraus und bäm! Er schoss Henry, dem Barkeeper, direkt in den Kopf. Er zögerte nicht, er zeigte keinerlei Gefühlsregung. Mr. Carter hat Henry so beiläufig getötet, als hätte er einen Drink bezahlt. Aber sein Gesicht zuckte immer weiter. Und dann war die Hölle los. Das kann ich dir sagen. Was Austis hier beschrieb, ist natürlich der berüchtigte Vorfall, der inzwischen als zerbrochene Maske bekannt ist. An diesem Abend erfuhren die Bewohner des Commonwealth zum ersten Mal, dass das Institut, eine geheimnisvolle Wissenschaftsorganisation, die für die Entwicklung von Kampfandroiden verantwortlich ist, ein so fortschrittliches Modell gebaut hatte, dass es sich in der menschlichen Gesellschaft bewegen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Das Institut hatte seine Androiden irgendwie zu synthetischen Menschen weiterentwickelt. Syns. Nachdem er Henry erschossen hatte, feuerte Mr. Carter noch auf 3 oder 4 andere Personen. Wie gesagt, es brach die Hölle los. Die Sicherheitsleute kamen und eröffneten das Feuer, aber Mr. Carter schoss einfach immer weiter und schleuderte Menschen durch die Luft. Irgendwann hatten die Sicherheitsleute ihn dann endlich erledigt. Wir alle dachten, sie hätten einen Mann getötet, der einfach Amok gelaufen war. Und er lag auch da wie ein toter Verrückter. Es war schrecklich. Aber dann sahen wir da Plastik und das Metall.
Das war noch eins der frühen Synth-Motelle und uns wurde klar, dass er gar kein Mensch gewesen war. Da wussten wir es. Das Institut war nicht nur da draußen. Es war jetzt überall unter uns. Niemand fand je heraus, weshalb der Synth, den wir als Mr. Carter kennen, all die Menschen getötet hatte. Einige glaubten, dass er irgendwie vom Institut ferngesteuert worden war, um seine Kampfstärke zu ermitteln. Andere meinten, dass er eine Fehlfunktion hatte und eigentlich niemanden töten sollte. Diese These wird von den Zuckungen in seinem Gesicht gestützt. Aber zu dieser Zeit schien das Warum kaum von Bedeutung zu sein. Viel wichtiger war, dass die Gesellschaft des Commonwealths von einer Organisation unterwandert worden war, deren Ziele und Beweggründe niemand kannte. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Dabei wurde ein Synth-Modell verwendet, das nicht einmal so fortschrittlich war wie jene, die mittlerweile im Dienst des Instituts stehen. Was uns wieder zurück zu den Nudeln bringt. Genauer gesagt, zu den Nudeln, die Bürgermeister McDonough letzten Mittwoch gegessen hat. Genau an der Stelle, an der der Synth Mr. Carter durchgedreht ist und mehrere Menschen getötet hat, nachdem er über Stunden eine Erfahrung geteilt hatte, von der die Bewohner Diamond Cities glaubten, sie sei Menschen vorbehalten. Sie haben sich geirrt. Tun wir das auch? Wow. Wow, das war ja super spannend. Und wir wissen jetzt ganz genau Bescheid. Curie, du weißt Bescheid, hast du zugehört? Brav, sehr schön. Ja, hier sind wir immer noch in Diamond City. Und wir dürfen nichts sammeln hier. Und bevor die Folge zu lang wird und wir uns hier in den Geschäften vertüddeln, werden wir diese Folge hier beenden mit schönem Ausblick auf den Ausgang. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Daumen hoch. Macht's gut und tschüss.